Stromversorgungen, Netzkabel, Netzfilter, was bringt was, was kostet ungefähr was, das schauen wir heute miteinander an. Voodoo oder nicht? Silvan Karrer ist heute bei uns, begleitet uns in unserer ersten Serie mit so also Zubehör. Ich bin der Roland Spalinger, herzlich willkommen bei Audio Spalinger. Roland, was bringt Stromversorgung für eine Stereoanlage? Das sind teilweise auch in Ruhe im Klangbild. Also wir haben, brauchen oft zum Beispiel so etwas einfach als einfachen Einstieg, als einfache Variante. Und es ist etwas, wo man sicher am Schluss macht. Also man fängt irgendwo an bei einer guten Anlage, die schon getunt oder wo einfach mal gut klingt. Und nachher kann man so Sachen anfangen einsetzen. Das sind jetzt zum Beispiel von oben ganz ein einfaches oder günstiges Kabel. Ist abgeschirmt. Machen wir auf die Länge, also man kann jede Länge im Prinzip konfektioniert haben bei uns, machen wir intern. Ich kann verschiedene Anschlusstypen haben, ich kann Schuko haben, ich kann den größere IEC haben, das ist für die größeren stromstärkeren Geräte. Und das ist einfach mal geschirmt und das macht so gewisse Klangruhe, gewisse Räumlichkeit im Bild, im Musikbild, ein bisschen Souveränität, oft ein bisschen besseren Bass. Zum normalen Standard beigeleiteten Stromkabel. Genau, richtig. Aber es Und geht sicher noch mehr. da geht auf jeden Fall noch mehr. Also man kann das nachher ergänzen. Es gibt nachher dann Varianten, zum Beispiel auch mit der Liste, wo die braucht, die ist ein bisschen besser verdrahtet vom Querschnitt her. Also es ist nicht so eine Standard Bauhausnetzliste. Ich kann da, das ist jetzt eine von oben, wo wir oft brauchen, dass ich kann die mechanisch auch dementsprechend irgendwo anschrauben, kann die fixieren. Kann eine Anschlussleitung haben nach Länge und kann auch weiterfahren auf eine weitere. Okay. Und die ist einfach ein bisschen besser, hat einen besseren Querschnitt, ist einzeln verdrahtet und ist auch zahlbar im Preis. Das ist sicher eine spannende Variante und da kann ich nachher weiter auf meine Geräte und kann, durch das, dass die Kabel auch flexibel sind, kann ich auch wirklich eine schöne Installation machen. Ich kann sagen, ich will da von dem 50 cm auf meine CD, 30 cm auf die Endstufe und du kannst das wirklich schön verschlaufen. Das ist etwas, was ich sehr oft und gern brauche. Also das ist schon mal ein erster Schritt, die Anlage grundsätzlich eine Stufe Genau. weiterzubringen. Genau. Und wie geht es weiter? Da haben wir sicher noch mehr im Köcher. Absolut. Eine Variante ist, dass man einfach dann statt die eigenen rohen Kabel, dass man etwas nimmt, zum Beispiel von AudioQuest. Also wir haben einerseits ein Achterkabel, das bieten wir bei Rowan nicht an, das ist jetzt eins von AudioQuest, wo man kann auf die Blue Sound Sachen zum Beispiel gehen, Streamer, wo einfach den Achterstecker haben. Also auch ein Fernseher theoretisch. Im Alles, Prinzip was auch ein mit dem Fernseher. Stecker geht. Genau. Gibt es auch verschiedene Längen und das ist auch nach wie vor ein zahlbares Kabel, übersichtlich. Immer noch flexibel. Sehr flexibel, genau. Wo sind wir da preislich? Das ist um die 100 Franken. 100 Franken. Und nachher dann kann ich weiter. Ich kann dann mit einem AudioQuest zum Beispiel, das ist eine Variante, da gibt es jetzt drei, vier verschiedene Grössen. Das ist Monsoon, das sind eins, das jetzt noch nicht, aber das ist ein aktives Kabel, das dementsprechend auch mit Batterie daherkommt. Es hat auch das Batterieprüfgerät, wo man kann schauen, wie die Batterie, wie die Zweig ist, dass man weiß, dass es funktioniert. Und das ist eigentlich immer im Betrieb. Macht sonst eigentlich nicht wirklich Sinn. Aber im Endeffekt muss ja das Kabel komplett gut klingen. Ist ja nicht nur das Aktivschilding, es ist auch die vertwisteten Kabel untereinander, wo man die Kapazität quasi wegnimmt. Aber wie gesagt, es ist so die Summe der Teile. Also ich sage einfach, probiert es aus. Teilweise ist es auch sinnvoll, so etwas als Zuleitung da drauf auf die Schiene. Und nachher kommen wir auch mit anderen Kabeln aus. Aber das sind so Sachen, die man ein bisschen herausfinden muss. Und da haben wir ein paar Ideen, die wir gerne mitgeben, wenn jemand in den Laden kommt und das mitprobieren. Also es gibt ja Leute, die sagen, dass das Kabel, das von der Wand kommt, in die Liste noch wichtiger ist als das Kabel von der Liste zu den Geräten, weil das ist sozusagen wie die Ja, Schlagader, die richtig. Aorta, Richtig. weil dort kommt der grosse Fuss nachher und lohnt sich auch da noch ein bisschen mehr zu Ja. investieren.
als nachher in die Geräte von der Liste ins Gerät. Unbedingt. Also wichtig ist sicher die Zuleitung, wie du erwähnt hast. Wir haben auch zum Beispiel Erfahrungen gemacht mit der Zuleitung mit dem auf der Trafo. Das ist ein Trenntrafo von Rowen. PT2000 gibt es schwarz, silber. Also schwarz oder silber. Es gibt eine Schweizer Version mit vier Schweizer Ausgängen und einem Schuko-Ausgang. Oder es gibt die deutsche Version mit den vier Schuko-Ausgängen. Und auch der hat einen Kaltgerätestecker, also Kaltgerätebuchse, wo man im Prinzip so eine Zuleitung dann braucht dazu. Genau. Und schön ist, ich kann das Gerät vorne ein- und ausschalten. Das ist noch praktisch, wenn ich irgendwo Equipment habe, wo ich hinten nicht dazukomme, zum oder wo hinten nicht, also wo nicht vorne ein- und ausgeschaltet sind, sondern eben hinten, da kann ich wirklich die ganze Anlage im Prinzip stromlos machen. Und ich denke, ein Vorteil ist noch, dass man kann entscheiden, ob man Schweizer oder Schuko-Buchse genau, kann wählen, weil richtig. Sonst muss man immer mit Übergängen genau. Adapter schaffen, was ja auch wieder suboptimal absolut, ist. Absolut, ja. Und es gibt vielleicht Leute, die haben eine Standardverkabelung schon mit Schuko. Also ich wollte da niemandem im Weg stehen und der hat vielleicht schon irgendwo Schuko-Listen. Der kann er den nehmen und kann seine Kabel behalten, muss es nicht ändern oder wie du sagst, Adapter drauf tun, was nicht wirklich Sinn macht. Und so ist er wirklich flexibel. Also wir haben beide Versionen da, auch zum Testen. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Zuleitung. Das ist relevant, wie du gesagt hast. Und kann man aber auch probieren. Das sind Sachen, wo man einfach muss probieren in einer bestehenden Anlage. Die einen Sachen machen den ein bisschen analytischer, die anderen machen vielleicht den ein bisschen wärmer. Oder das ist charmant und das muss man dann wirklich auch suchen, den Klang, der das dementsprechend ein bisschen macht. Aber eben, also ich denke, die Hauptaussage ist, dass der Strom ja eigentlich sehr entscheidend ist. Also du hörst ja den Strom, das ist das, was du am Schluss endlich Ja. Musik wieder vom Strom produziert. Und je sauberer der Ja. Strom ist, desto sauberer ist nachher die Musik. Ja. Also wir haben das irgendwo so, die Geschichte geht ein bisschen weit zurück, so etwa vor 30 Jahren oder so, haben wir so das erste Mal gemerkt, hat es Leute gegeben, die mir angerufen und gesagt haben, du, irgendwie am Wochenende klingt es besser. Und das haben noch nie von Strom geschwätzt. Und dann haben wir irgendwann gesehen, aha, es hat keine Industriemaschine dran, die Industrie läuft nicht, die ganzen Büros sind abgeschaltet, Computer sind drinnen. Also wir haben einen schöneren Strom am Wochenende. Und dann hat es ein bisschen angefangen mit ein paar Herstellern, die das gemacht haben, sehr exotisch. Heute ist es ein bisschen Standard, dass man darüber schwätzt und das ist auch richtig so. Und was zum Beispiel der Filter macht, was noch spannend ist, jetzt speziell der Rowen-Filter, er nimmt nicht Dynamik viel. Filter sind solche Dynamikbremsen, das macht er nicht. Er ist, behaltet die Dynamik, macht auch die räumliche, macht charmanter, macht strukturierteren Bass, macht bessere Bühne. Und ist gut nachvollziehbar. Und es ist auch nachvollziehbar, wenn man ihn rausnimmt, dass er eben einfach dann, man hört es recht gut. Also es ist eine extreme Klangsteigerung. Ich würde es so mit, wenn man es kann beziffern, um die 20, 25% besser Wow. als vorher. Okay. Also er ist limitiert auf 4 Ampere, also 1000 Watt gut. Und für eine normale Anlage langt es. Und wenn man mehr machen will, dann geht es. Also man kann effektiv, wir haben jemanden, der 4 Stück hat. 2 Mono-Endstufen, ein CD-Player separat und eine Vorstufe separat. Also das eine ist leistungsmäßig, das langt. Und andererseits ist es dann wirklich einfach total trennt, elektrisch. Und das bringt klanglich extrem viel. Aber wie gesagt, probieren. Also wir haben von denen da genug da, auch dass man mal mehrere kann mitnehmen kann. Und ich lade jeden ein, dass er da öfter mal dahinter geht und probiert. Wir haben Netzkabel zum Mitgeben, diverse Längen, wir haben Schienen zum Mitgeben, wir haben Filter zum Mitgeben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, öfter mal reinzuhören und das mal zuzulassen. Also Strom, ein spannendes Thema Mega, ja. mit viel Potenzial. Absolut. 20%. Genau. Habt ihr gehört? Genau. Geht noch etwas? Absolut. Und darf vorbeikommen und ausprobieren. Gerne. Sind gerne für euch da. Herzlichen Dank. Bis demnächst. Danke, Roland. Danke, Simon.